Achtung, Jumpscare in 3, 2, 1. Jaui, meine lieben Jaboys. Es gibt einfach viel zu viele Dinge, die wir gesehen haben und nicht mehr vergessen können. Wie dieser Hund zum Beispiel, der versucht, seinen Besitzer trocken zu rapen. Mein Junge. Oder dieser Spasti, der versucht, seinen Vater zu pranken, dann aber selbst geprankt wird. Das alles sind Dinge, die unserem Leben erst den richtigen Sinn geben. Also, Jaboys, in diesem Video stelle ich euch 4 Anime vor, die euren Kopf ziemlich von hinten nehmen werden. Also lasst uns nicht mehr viel labern, doch bevor wir loslegen, würde das Ohnengesicht ziemlich gerne noch ein Ständchen halten. Ich bitte dich. Manche Menschen sind krumm, andere sind stumm. Doch Shihiro, sie ist dumm. Du schaffst es wirklich immer wieder, Oni. Intro bitte. Intro schnell! Yowie. Platz 4 geht an Plastic Nissan. Dieser Anime hat Narben hinterlassen. Abgefuckte Narben. Insgesamt ist der Anime 30 Minuten lang und erzählt die Geschichten und Abenteuer von den 3 Mitgliedern des, Miniatur-Plastik-Modell-Clubs, die echt viel Scheiße mit ihrem Leben anstellen und wie hier zum Beispiel gezeigt einen Mini-Panzer-Pascal aufwecken. Einfach so. Einfach wie? Einfach so! Dieser Anime zählt zu den mit an randomsten Anime, die ich jemals gesehen habe. Und diese Szene wird sogar eure Mama prägen. Weiter zu Platz 3. Blatzi. Ich bin ein riesen Splatter-Fan, weshalb ich mir Blatzi auch angesehen habe. Aber nicht die Story hat mich so gebrandmarkt, sondern die Scheiße, die mit den Monstern abgeht, ey. Das ist das reinste Gemetzel. Folge für Folge wird der Shit abstoßender und abartiger. Und man fragt sich einfach nur noch, wie wollen die das noch toppen? An sich ist die Serie storytechnisch mega schlecht. Man hätte da viel mehr rausholen können, anstatt nur Gedärme aus Megen. Ha, bedummts. Aber die Monster Gosh Shit-Szenen haben's echt drauf und werden euch das Trauma eures Lebens verpassen. Platz Nummer 2 geht an einen Anime, den manche von euch vielleicht schon kennen. Bokusatsu Tenshi Dokoro-chan. Alter! Dieser Anime fuckt mich bis heute noch ab. Einfach so. Einfach wie? Einfach so. Haut dieser Bakabitch-Anime Szenen raus, die so random as fuck sind, dass es unmöglich ist, dass ihr den jemals vergessen werdet. Wie kommt man auf sowas? Nein, anders. Wer kommt auf sowas? Ich meine, was? Warum? Ein Affe gegen einen Hund. Und hier Völkerball mal auf der animesischen Weise. Oh, shit! Und nun zu dem Anime. Dem Anime, der mich so sehr verstört hat, dass ich mich seitdem nicht mehr alleine in leere Räume traue. Ein Anime, der mich vergessen lässt, wer ich bin. Und schlimme, sehr schlimme, psychische Schäden bei mir angerichtet hat. Ich gebe euch mal einen Tipp. Leute, die Bitch hat sich wirklich als Klo verkleidet. Mit allem drum und dran. Und hat einfach die abgedrückte Wurst von dem Pisser gegessen. Euphoria. Ja, Euphoria ist der mit Abstand abgefuckteste Shit, der mir jemals neben dem Pico Master of Disaster Anime jemals unter die Augen gekommen ist. Und damit auch ein verdienter Platz 1. So, haut mal eure Shit-Anime raus. Gibt es einen Anime, der euch noch mehr verstört hat als mich, Euphoria? Rein damit in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Passt auf euren Ohr-Chainchen auf. Und yaoi! Dum, dum.